Guten Morgen heute. Morgen. Und was für ein Morgen das ist. Bild hübsch ist. Ja, warm auch schon. Sehr Früh jetzt ist warm wird es. Nehme. Ja. Heute Jotene. Tag 4. Heute geht's nach Weidhofen an der Übs. Es wird ein bisschen weniger von der Distanz her, aber wir hoffen, dass es von dem Panorama genauso schön wird wie gestern. Ja, das nehme ich auch. Also, wie gesagt, aber wenn ich da aufschaue, da geht es gleich einmal bergauf. Wir werden von gestern noch weiter pilgern. Ja, im Großen und Ganzen eine liebe Ortschaft, da der ganze. Ganz nette Unterkunft gehabt, gute Verpflegung. Wir haben auch gut gegessen gestern auf der Nacht. Und somit können wir heute. Sind wir im Reinen. Im Reinen und können eigentlich. Und das auf Losmaschinen. Aufbrechen, ne? Ja. Machen wir das auch. Okay. Also dann. Eine Wolke am Himmel. Ich würde mal sagen, wir bewegen uns langsam aber sicher so auf die 30 Grad zu und dieses wunderschöne Ambiente. Ja, es geht super toll dahin. Wir haben schon mehr als die Hälfte nach Weidhofen, weil es ja wirklich toll dahin geht. Und ja, am Anfang war es kurz der Aufstieg etwas anstrengender. Es ging ja gleich vom Start weg volle Kanne los. Aber ja, natürlich, das Pilger Dream Team hat auch das gemeistert. Und jetzt, wie gesagt, ja, ob wir noch viele so Zwischenstopps mit Interviews haben, das kann ich nicht sagen, weil wir sind wirklich sehr, sehr flott und toll unterwegs. Aber ich werde noch immer weiterhin Kurztipps machen. Ciao. Spätestens in Weidhofen an der Übs, wo wir uns ein bisschen an den Docker relaxen werden. Ja. Wenn alles gut geht. Das glaube ich auch. Wart. Na gut, dann gehen wir weiter. Weidhofen an der Übs. Die Tour ist halt schon vorbei, ihr seht es, wir sind auch schon wieder gestärkt. Also noch nicht ganz, aber zumindest feierlich adjustiert, weil jetzt geht es aber ab. Ein bisschen. Ja, wir gehen ein bisschen bummeln in die Stadt und grünen uns jetzt auf ein Eis. Ne? Ja, das haben wir es verdient. Ja, die heutige Tour macht der Peter sehr gut gewählt, muss ich sagen. War nicht allzu lang, aber mit
Temperaturen so um die 30 Grad, sind wir froh, dass wir jetzt keine längere Tour haben. Mhm. Ja, so sind wir ganz gut. Bei Fuß ans Ziel kommen. Ich sag, wir werden uns jetzt ein bisschen die Stadt anschauen, auf Eis gehen, später was essen. Und dann schauen wir mal. Ja, und dann. Und wir gehen jetzt in die Stadt und natürlich nehmen wir euch mit. Also dann. Ciao.